YouTube hat mal wieder meine Livestream-Funktion deaktiviert. Danke YouTube an dieser Stelle für den Zensurwahn der letzten Zeit. Dazu aber mehr in einem anderen Video. Folgt mir auf Instagram, DTube oder Twitch, wenn ihr weiterhin epische Livestreams von mir sehen wollt. Im letzten Livestream habe ich zum Beispiel Danny Klose mit einem Helikopter abgeholt, um dann auf Stelzen mit ihm in Holland zu blazen. Unter meinen Debattenvideos bekomme ich viele Kommentare wie: Geil, das ist dein bestes Video! Oder: Dein Content wird einfach immer großartiger. Einerseits freue ich mich über solche Lobreden natürlich übertrieben, andererseits hoffe ich, dass ihr jetzt nicht erwartet, dass ich jede Woche solchen krassen Videos rausbringe, weil sonst würde ich einen Burnout bekommen. Ich werde definitiv regelmäßig solche Videos machen, aber nur nicht jede Woche. Leute, mir ist es wieder passiert. Ein Argument bei meinem letzten Video war nicht zu 100% sauber. Es war ausgerechnet bei dem Crystal Meth Part. Ich habe euch in der Beschreibung und als angebindeten Kommentar eine verbesserte Version verlinkt. Der entscheidende Part fängt ab dieser Zeit an. Wenn meine Argumente nicht ganz perfekt sind, versuche ich mindestens in einem angepinnten Kommentar dies anzumerken. Die von mir kritisierten Politiker sollten sich da mal ein Beispiel nehmen und öffentlich offensichtliche Falschaussagen korrigieren. Schauen wir uns mal an, welche Pilsinger-Kreationen ihr gebaut habt. Was für Memes habt ihr gemacht? Wir werden es gleich sehen. Okay, ich glaube, ich muss das noch ein bisschen üben. Zum Glück müsst ihr ab hier jetzt die Jokes machen. So geil, dass er noch den Helm hier drauf gemacht hat. Den Helm mit der Polizei. Das hat... Fakt ist, auf der Pappe war kein Acid. Und ja, das schaut eigentlich, das schaut ziemlich cool aus, das Bild. Das wäre eigentlich so ein cooles Poster, das Bild, muss ich sagen. Ich glaube, ich zoome da ran und zeige nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zum Thema Marihuana gibt es partnerweise viele Fantasien. Es wird behauptet, intensiver Cannabiskonsum macht Drogen. Das bin ich grotesk, Fakt ist aber, ich möchte mehr Drogen. Rosen sind rot, willst du einen Kuss? Nein, danke, jetzt bin ich gerade im Fluss. Holy shit, diese Pose schaut äußerst unbequem aus. Cannabis-Modellprojekte. EU-Film durch Austritt. Damit können wir das hier lösen. Ja! Weed ist geil. Fakt ist aber, also... What? Ich schreibe bestimmt so viele Kommentare, ich bin high. Aber ich stehe irgendwie auf, so wenn das irgendwie so gewissermaßen billig ist. Fakt ist aber... But actually, this aber is a sonorous war cry of a very... Angry Frog. Fakt ist aber ferocious. Jetzt bin ich gerade im Fluss. Das finde ich gut. Das ist auch geil. Hier diese Kontraste. Auf der einen Seite bin ich hier mit diesem lächerlichen Outfit und eher so voll seriös und dann hier aber oben andersrum gewinne ich. So geil. Crystal Meth. Ey, hier ist ihre tägliche Dosis Heroin. Ja, gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Also ist einer der originelleren. Zum Thema Marihuana gibt es passenderweise viele rauschhafte Fantasien. Was ist das, was diese Maus da ist? Warum bewegt sie sich da auf einmal nicht mehr? Oh, der ist auch noch ziemlich... Der ist auch ziemlich originell. Der gefällt mir richtig gut. Sternsinger, Pilsinger. Sorry, bin gerade im Fluss. Oh, weh! Herzlich willkommen zu meiner Buchvorstellung. Ich möchte euch heute das Buch vorstellen, die drei Fragezeichen Schokofalle Band 27.
Es wurde geschrieben von Boris Pfeiffer und ist im Kosmos Verlag erschienen. Es handelt sich um eine Abenteuergeschichte. Die drei Hauptpersonen sind Justus Jonas, der ist kreativ, klug, isst für sein Leben gern, löst gerne Rätsel und liebt Schrott. Gefällt mir. Hey Leute, ich kann sowas doch nicht zeigen, Leute, hier. YouTube ist doch sowieso schon, aber ich finde es krass, dass Twitter sowas zulässt. Twitter ist, finde ich, sehr gut und tolerant, also da kann sich YouTube wirklich eine Scheide, sondern eine Scheibe abschneiden lassen. Auf jeden Fall, ich kann hier auf jeden Fall zumindest das kleine Sneak Peek sagen, was der Untertext dieses Bildes ist. Und zwar steht da Scheidenpilsinger. Ah, geil. Für die, die es nicht kennen, es gibt so einen YouTuber, der heißt Steven Crowder. Der hat immer ein Format, das heißt Change My Mind. Und da sitzt er sich an irgendeine öffentliche Stelle. Und da hat er dann ein bestimmtes Statement, sowas wie Abtreibung ist Mord, irgendwas, was halt seine Meinung entspricht. Und da kann man hingehen und versuchen, seine Meinung zu ändern und mit ihm eine Debatte zu führen. Ich finde das eine sehr geile Aktion und ein sehr geiles Format auf YouTube. Checkt es mal aus. Und ja, hier hat der da über den Kopf von Steven Crowder den Stefan Pilsinger geschnitten. Abgabe von Cannabis, völlig hinaus wird's ja gerne behaupten. Oh Mann, es ist so dumm. Alter. Oh Mann. Danke für die vielen Einreichungen. Ich bin mit der Meme-Szene jetzt nicht allzu vertraut und habe wahrscheinlich über Dinge gelacht, die schon voll alt und ausgelutscht sind. Viele von euch hatten sehr ähnliche Ideen. Es gab etliche Variationen von diesem Typ in der orangen Jacke. Das Meme mit den unterschiedlichen Gehirnaufnahmen gab es auch sehr oft. Genauso wie das Steven Crowder Change My Mind Meme oder Meme, wo der Typ eine Frau abschleppt und dann meist aufgrund von gewissen Entdeckungen auf dem Nachtkästchen wieder geht. Sehr viele haben sich auch an einem YouTube-Kacke-Schnitt versucht. Da muss ich allerdings sagen, viele Einreichungen davon waren mir etwas zu sinnlos. Teilweise wurden da einfach komplett random Ausschnitte zusammengewürfelt. Dass die bereits... Weil ich bin ja jetzt hier. Sonst ist es in der Tat... Es gab echt viele geile Beiträge, aber ich musste mich leider für drei Meme-Contest-Gewinner entscheiden. Die Vaporizer gehen an diese Twitter-Accounts. Ich habe keine Ahnung, wer da jetzt gewonnen hat. Das entscheide ich nämlich nachher erst beim Schnitt. Ihr könnt mir natürlich weiterhin Memes schicken. Einige davon werde ich retweeten. Letztens habe ich noch bei einer Star Wars Synchro mitgemacht, die ihr auschecken solltet. Ich spreche da Yoda und fand es eine ganz nette Idee, wenn ich da jetzt nicht so diesen typischen verdrehten Yoda-Satzbau anwende, sondern einfach normal rede. Übrigens werde ich auf dem YouTube-News-Kanal übrigens ab und zu moderieren. So, und jetzt muss ich erstmal am heiß ersehnten letzten Teil der Debatte arbeiten. Wenn ihr diesen nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kabal.